Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum fünften Teil in der Serie vom Stromlaufplan zum PCB-Design. In dieser Folge möchte ich gerne dieses zweilagige Layout in ein vierlagiges Layout umzeichnen. Dann möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, wie Abstände bei Bauteilen, Bauteilegröße, also Padgröße und so weiter. Und auch ein bisschen auf das Thema Bauteilebibliotheken eingehen. Bevor ich jetzt hier dieses Layout umstelle in ein vierlagiges Layout, muss ich in der Software hier was ändern, denn man sieht ja hier auf der rechten Seite, ich habe nur zwei Lagen derzeit zur Verfügung. Im KiCad ist es so, man geht hier auf File, Board Setup und wählt dann aus hier vier Lagen Layer, Parts und Front und Back. Okay, und damit habe ich erstmal die Grundlage geschaffen, um überhaupt ein vierlagiges Layout erstellen zu können. Man sieht hier auf der rechten Seite eben die beiden inneren Lagen. Für diese Schaltung hier braucht man eigentlich kein vierlagiges Layout. Das ist eigentlich nur dann notwendig, wenn die Bauteiledichte sehr hoch ist und man mit einem zweilagigen Layout wirklich nicht mehr auskommt. Aber dennoch will ich das hier mal exemplarisch zeigen. Bevor ich da hier jetzt Änderungen vornehme, will ich mal ganz kurz auf den Querschnitt einer Leiterplatte eingehen. Und zwar hat man ja bei einer zweilagigen Leiterplatte eben das Basismaterial und oben und unten jeweils die Kupferflächen bzw. Kupfer drauf. Und diese Kupferschicht wird verwendet, um einmal die grauen Fläche zu realisieren, aber auch die Signalleitung dort zu führen. Beim mehrlagigen Layout, beim vierlagigen zum Beispiel, ist es so, dass man einen Kern hat und man hat dann in den inneren Lagen einmal hier die grauen Fläche verlegt. Dann hat man noch eine weitere Fläche, nämlich VCC. Das kann sein, meinetwegen 5 Volt oder hier in dem Fall werden es diese 12 Volt sein. Und oben und unten hat man dann die Signalleitung. Es ist also etwas anders vom Aufbau her und vom Routing her wird es auch etwas anders werden, weil man ja jetzt nun die Ground-Fläche und die VCC-Fläche weg hat. Von oben hat man auch ein bisschen mehr Platz für die Signale. Man wird es dann sehr schön sehen. Wenn ich jetzt also hier anfange, die Flächen zu generieren auf den inneren Lagen, die Ground- und die plus 12 Volt Fläche, und ich werde auch die obere und untere Ground-Fläche dann wegnehmen. Dazu gehe ich hier an die Kante und wähle mal hier die Zonen aus. Die werde ich einmal löschen, einmal die untere und dann hier auch die obere. Und was man jetzt sieht, ist natürlich, dass er versucht hier dieses Ground miteinander zu verbinden. Das wurde ja nicht geroutet, sondern war in den Flächen eingebunden. Und jetzt werde ich hier in dem Layer Innen 1, also Innen Layer 1 Kupfer, werde ich jetzt eine Ground-Fläche kreieren, indem ich hier auf den Button klicke. Achso, das Grid ändere ich mal ganz kurz, weil das ist mir einfach zu grob. Dann machen wir mal ruhig hier 2,5 mm. Also ich kreiere das hier nochmal. Hier rüber, dann sagt er auch, wo soll es verbunden werden. Innere Lage 1 Ground. Dann kann ich also hier das einmal umzeichnen. Auf der zweiten inneren Lage hier, da mache ich jetzt ebenfalls eine Fläche und in dem Fall hier an 12 Volt. Wenn man jetzt meinetwegen Mikrocontroller-Schaltung hat, dann wären es eben diese 5 Volt. Hier nehme ich diese 12 Volt. Und jetzt lasse ich mal neu berechnen. Und jetzt sieht man hier, dass trotz dieser Flächen hier Verbindungen fehlen. Wenn ich jetzt mal hier reinzoome, hier zum Beispiel in diesen Bereich, dann sieht man, diese Verbindung Ground fehlt. Das ist aber gar nicht so schlimm. Denn was man jetzt macht, einfach, man nimmt hier ein Wir, also eine Durchkontaktierung, geht hier auf die erste Lage, das war ja Ground, und setzt hier einfach, achso, das Grid muss ich erstmal nochmal ändern, sorry, zurück. Ich habe jetzt also hier eine Durchkontaktierung, die setze ich hier in die Nähe hier von dem Pin 4. Man sieht jetzt hier, er geht sozusagen hier direkt drüber, sodass ich hier jetzt einfach, in dem Fall auf der Unterseite ist es ja, hier die Route verlegen kann. Das gleiche gilt natürlich hier für diesen Ground-Anschluss. Dann mache ich einfach Folgendes. Da werde ich hier die Durchkontaktierung hier nach oben bewegen.
Kann auch relativ dicht am Pad sein und dann ebenfalls einmal routen hier auf der Unterseite. Was man jetzt auch ganz schön erkennt, ich hatte ja hier irgendwie noch so eine Sperrfläche drin. Solche Sperrflächen können dann auch erstmal rausgenommen werden, denn da ist ja nichts. Also lösche ich die erstmal. Und in diesem Verfahren können jetzt praktisch alle Ground-Anbindungen realisiert werden. Hier bei dem Anschluss, da bewege ich einfach auch hier die Durchkontaktierung, gehe hier runter. Da ist ja genug Platz und schließe das also hier so an. Bei dem gehe ich hier runter. Das heißt, ich mache nochmal eine der inneren Lage eine, ein Pad, eine Durchkontaktierung. So und verbinde das dann ebenfalls hier mit der grauen Fläche. Hier auch an der Stelle ist jetzt noch eine übrig gebliebene Sperrfläche, die nehme ich weg. Und hier die Ground-Durchkontaktierung, die ziehe ich hier rüber und route dann hier nochmal das Stück zum SMD-Pad. Und die brauche ich auch nicht hier, die Verbindung. Und so kann man das relativ einfach hier in dem Fall machen. Wie gesagt, normalerweise so ein vierlagiges Layout ist für Leiterplatten eigentlich gedacht, wo die SMD-Bestückung sehr dicht ist, die Leiterbandführung auch sehr dicht erfolgt und man eigentlich für eine Graunfläche gar keinen Platz hat und dann eben ausweicht auf die mittleren Lagen. Wenn man sich das hier im 3D-Viewer nochmal anschaut, dann ist ja hier diese Verbindung, das ist ja die 12-Volt-Verbindung, die könnte jetzt theoretisch weg, die ist ja befreit worden, auch vom Lötstoffplug, damit auch eben höhere Ströme da durchfließen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, sollte man es wegnehmen oder sollte man die innere Graunfläche dazu nehmen? Das müsste man in gegebenenfalls dann eben genauer mal betrachten. Ich werde die jetzt einfach mal hier wegnehmen und dazu gehe ich natürlich hier wieder zurück und nehme einfach hier die 12-Volt-Verbindung, also alle 12-Volt-Verbindungen weg. So. Hier wegnehmen. Dazu gehe ich nochmal auf Inspect ganz kurz und gucke mir die 12 Volt Verbindung mal an, wie es hier aussieht. So, die bleiben. Da könnte man jetzt natürlich überlegen, ob man dann, also die kann man jetzt so lassen. Man kann aber natürlich auch Folgendes machen: Man nimmt hier die Verbindung nach oben weg, setzt hier auch eine Durchkontaktierung hin zur 12-Volt-Fläche. Das kann ich ja in dem Fall einfach mal machen. Nehme die mal weg. Und jetzt gehe ich hier auf den N2-Kupfer, gehe hier auf das Durchkontaktierungssymbol. Dann schließt er mir das an die 12 Volt hier an und ich kann dann hier ganz normal dahin routen. Das gleiche wäre an dieser Stelle. Da kann man natürlich hier nochmal rüber gehen. Oder eben eine Durchkontaktierung setzen. Ich gehe da einfach mal rüber, allerdings mit einer etwas breiteren Leiterbahn. 0,5 hatte ich, glaube ich, da auch gehabt. So passt das ganz gut. Und was man jetzt in dem Fall hier auch sieht, diese 12 Volt gehen ja hier auch rüber und da ist jetzt gar nichts zu sehen. Na klar, weil es natürlich hier ein bedrahtetes Bauteil ist, dort auch. Und dort verbindet sich sozusagen intern auf dem Layer in 2 die. Also verbinden sich die 12-Volt-Pins miteinander. Hier an der Stelle nehme ich jetzt auch die Leiterbahn einfach mal weg und werde hier eine Durchkontaktierung noch setzen. So, das ist erstmal weg. Hier ist das Bauteil direkt an dem bedrahteten Bauteil hier angeschlossen, an dem Transistor. Und ich werde aber hier eine Durchkontaktierung setzen, hier an dieser Stelle. Man sieht schon, er springt ja direkt rein, sodass hier oben beziehungsweise unten hier gar keine Leiterbahnen mehr so irgendwie im Weg sind oder sich das doch stark verdünnt, die Anzahl der Leiterbahnen. Ich gucke nochmal, welche Sperrflächen hier waren. Hier war auch noch eine, die nehme ich weg. Und ansonsten sieht das Layout eben jetzt so aus. Ich werde mal die beiden inneren Lagen und die untere Lage ausschalten. So sieht es also aus, ist eigentlich geblieben. Soweit und die untere Lage hat sich etwas geändert. Da sind hier die Leiterbahnen hier oben ein bisschen weggekommen durch die Durchkontaktierung. Ich habe hier mal nur die erste innere Lage
eingeschaltet und man sieht jetzt eben hier zum Beispiel an dem Brückengleichrichter, der ist also hier in Ground eingebettet und wenn ich das natürlich mit der zweiten Lage mache, sieht man es auch bei dem plus 12 Volt, also hier 12 Volt, da sind die Elkos dran und unten natürlich auch die anderen Bauteile, die da dran gehören. Also das ist jetzt die innere Lage mit 12 Volt und wenn man sich die äußeren Lagen noch mal kurz anschaut, dann sieht man eben auch hier ist eigentlich bis auf die Leiterbahn die paar eigentlich nichts zu sehen und auf der anderen Seite auf der unteren Lage eigentlich genauso. Es ist schon sehr viel weniger, was jetzt auch beim Routen nachher da irgendwie im Weg stehen würde und beziehungsweise die Graunfläche würde man dann eben einfacher hinbekommen, wenn man jetzt diese inneren Lagen dazu verwendet. Wenn ich jetzt umschalte hier in den 3D-Viewer, sieht man hier noch diese Verbindung. Das ist ja die Freihaltung vom Lötstoffplug. Das heißt, das darf man dann in dem Fall nicht vergessen, den auch wegzunehmen. Also ich nehme das jetzt hier weg. Das war ja für die 12-Volt-Verbindung. Und so bin ich dann erstmal wieder auf der sauberen Seite sozusagen. Was man auch nicht vergessen sollte, ist, ich habe hier noch die SMB-Version, Version 2.0. Das stimmt ja an sich nicht mehr, denn es ist eine neue Version. Das heißt, auch solche Sachen wie Informationen über die Version sollte man dann auf jeden Fall oder muss man eigentlich in dem Fall immer anpassen. Ein weiterer Punkt, auf den ich mal zu sprechen kommen möchte, ist zum einen diese Passermarken, die sogenannten Passermarken und auch Testpunkte. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, denn es ist oftmals oder fast immer wichtig, dass man Testpunkte mit einbaut hier in das Layout, damit später das beim Testen des Boards gut getestet werden kann, beziehungsweise dass der Testadapter da ran kann an die einzelnen Pins von den Bauteilen und eventuell irgendwelche Signale messen kann. Und zum anderen sind hier diese Passermarken, die nennen sich hier Fiducials auch, die hier oben sind, Fit 1, also hier oben links, unten links und hier irgendwo auf der rechten Seite. Das sind diese Passermarken, damit der Bestückautomat relativ genau die Bauteile dort anvisieren kann und dort bestücken kann. Die sind normalerweise immer notwendig. In dem Fall bei JLC PCB hatte ich die nicht mit reingemacht, weil die dort selber ja Bohrungen verwenden, um dort den Bestückautomaten auszurichten und zu bestücken. Aber die sollte man in jedem Fall reinbringen, irgendwo in den Ecken. Auch nicht irgendwie mit einem genauen Abstand, sondern einfach hier mit möglichst großem Abstand platzieren, sodass die Automaten dann sehr genau hier das bestücken können. Und wie gesagt, ein anderer Punkt sind jetzt die Testpunkte. Und dazu muss man wieder zurückgehen in den Stromlaufplan, um dort die Testpunkte einzuplanen oder einzubringen. Normalerweise muss man das für jedes Signal machen. Also für jedes Signal, was hier so zu sehen ist, muss man einen Testpunkt setzen. Ich habe jetzt exemplarisch mal hier ein paar Testpunkte reingesetzt. Man sieht also hier TP3 mit der Bezeichnung FB für Feedback oder dann eben hier TP5 mit der Bezeichnung Q3-B. Also ich weiß dann auch sofort, TP5 misst an der Basis von Q3. Und ich gehe mal kurz in die Zuweisung des Bauteils, in den Footprint. Der sieht also jetzt so aus, hat einen Durchmesser von 1 mm. Ob der nun noch ein bisschen größer werden kann oder nicht, das hängt immer davon ab, wie getestet wird. Aber ich denke mal, das ist eine ganz gute Größe. Und wenn ich jetzt hier mal in den 3D-Viewer reingehe, sieht man auch hier, der Testpunkt ist frei vom Lötstopplug, damit natürlich dort die Adapternadel draufgehen kann und dort messen kann. Also ein Testpunkt muss immer frei vom Lötstopplug sein, auch keine Bohrung haben. Ist praktisch wie ein Pad. Und ich erzeuge meine Netzliste und werde die nochmal hier nochmal genau reinladen. Hier sieht man nun die Testpunkte. Die müssen natürlich alle erstmal mit F auf die andere Seite gebracht werden. Und dann kann man hier einen einzelnen auswählen und dann bewegen. Und dann sieht man schon, wo der dranhängt. Das spielt eigentlich erstmal keine Rolle, zu welchem Bauteil er jetzt hier in dem Fall geht, einfach nur in die Nähe zu dem Netz. Und der Testpunkt muss, wie gesagt, frei vom Lötstopplug sein. Das ist das eine. Und zum anderen muss er natürlich zugänglich sein. Das heißt, den darf ich nicht irgendwie unter einem anderen Bauteil oder
bringen hier. Also hier zum Beispiel ginge es nicht, wie ich jetzt gerade sehe. Es geht natürlich nur außerhalb. Das heißt, ich muss hier sehen, dass ich dort außen das irgendwie platziere. Und das gleiche gilt hier für diesen Testpunkt. Wo ist der dran? Der ist da dran. An dem Feedback. Dann gehen wir mal hier weiter. Nächster Testpunkt ist da unten. Und dann haben wir da noch einen Testpunkt. Das kann man dann routen, das ist eigentlich kein Problem natürlich. Und wenn man jetzt hier nochmal auf den 3D-Viewer schaut und hier mal umdreht, dann sieht man eben hier sehr schön die ganzen Testpunkte. Da auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil ich das hier gerade auch sehe. Die Testpunkte müssen auf jeden Fall freigehalten werden von jeder Art von Bestückungsdruck oder anderen Dingen. Also die müssen komplett frei sein. Also da darf nichts drauf sein, so wie hier. Hier muss man auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Die Freihaltung vom Lötstoff-Lack gilt auch für die Passermarken hier. Das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Da gilt natürlich das Gleiche, denn die Kameras müssen sich ausrichten auf diese Punkte. Und deswegen hier an der Stelle meinetwegen bei R3, da muss man nochmal ein bisschen nacharbeiten. Auch hier gilt bei Abschluss des Layouts natürlich den DRC laufen lassen, die Gerber-Daten sich anschauen, gegebenenfalls modifizieren und so weiter. Also bis man so zufrieden ist, dass man sagt, okay, jetzt kann man die Leiterplatte in die Fertigung geben. Ja, das war jetzt hier mal so ein Beispiel für ein vierlagiges Layout und jetzt möchte ich noch mal auf ein paar andere Sachen eingehen und zwar den Design Rules. Und werde da hier mal zum einen hier dieses Beispiel nehmen, von diesem Board praktisch und auch vielleicht gleich nochmal ein anderes, mal gucken. Und zwar geht es um Regeln, was hier so bestimmte Bauteile natürlich betrifft, Durchkontaktierung und so weiter, Leiterbandbreiten und Abstände. Da möchte ich mal nochmal kurz drüber sprechen. Ein Teil der Design Rules sind ja festgelegt hier in dem Board und man kann hier oben links einmal die Leiterbahnbreite und auch die Art der Durchkontaktierung festlegen, also Bohrdurchmesser und der Pad-Durchmesser, bei den Tracks eben hier die Leiterbahnbreite. Ich habe hier ein paar mir selber definiert und 0,25 mm finde ich hier für so eine Sache schon relativ dünn. Man kann natürlich auch runtergehen bis 0,15, das ist so Feinleitertechnik, das ist aber hier gar nicht notwendig und für den normalen Hobbybereich würde ich immer empfehlen, so zwischen 0,3 und 0,5 irgendwie was ja, auszuwählen. Dann auch versuchen, einheitlich zu machen. Also wenn das alles hier mit 0,3 machbar ist, dann kann man das durchaus mit 0,3 machen. Und alles, was größer ist, eben für höhere Ströme verwenden. Ich habe mir hier drüben diese Leiterbahn extra breit ausgelegt, weil da eben die Ströme höher werden können. Was die Durchkontaktierung betrifft, da ist er hier voreingestellt, 0,8, 0,4 mm, also 0,4 mm im Durchmesser, finde ich persönlich hier auch ein bisschen zu klein schon. Bei so einem Layout kann man da durchaus ein bisschen größer auch wählen, meinetwegen 0,5 bis 0,6 mm im Durchmesser und dann entsprechend größer auch die Padgröße. Wenn man jetzt hier rauf geht, dann kann man es hier auch nochmal einstellen, das nochmal vordefiniert, man kann es aber nochmal ändern. Ich werde das einfach mal hier auf, machen wir mal 0,6 ruhig und hier machen wir mal ja 1,1 meinetwegen. Mal schauen, dann sieht man, das wird also hier ein bisschen größer. Wenn man genug Platz hat, kann man das durchaus machen. Diese Kleinstbohrung braucht man hier eigentlich in dem Fall nicht, aber das wäre mal so ein Tipp, was diese Durchkontaktierung betrifft. Der Durchmesser hier bei den Testpunkten, das hatte ich ja schon gesagt, der hängt eben ab. Einmal von der Testeinrichtung, ob der groß oder so, also groß genug ist. Bei den Passermarken ist es genau das Gleiche. Da kann es auch sein, dass man hier, dass der Hersteller nicht so eine runde Passermarke haben will, sondern ein Kreuz oder irgend sowas. Das muss man dann entsprechend, sag ich mal, absprechen. Und was die Padgrößen bei den Bauteilen betrifft, da ist man auf jeden Fall einmal natürlich auf das Datenblatt angewiesen, hier von so einem Hersteller der solcher Bauteile, beziehungsweise auch auf den
Erfahrungswert der Leiterplattenhersteller, beziehungsweise dann natürlich auch auf die Art des Lötens, nämlich Reflow-Löten, also im Ofen sozusagen, oder dann Wellenlöten. Da gibt es also dann verschiedene Größen und die müsste man sich dann auch entsprechend, je nachdem, wo die Bauteile liegen, oben oder unten, dann auch anpassen. Bei den PET-Größen hier, bei solchen bedrahteten Bauteilen, hier haben wir ja so einen Transistor, ist natürlich ganz klar, da muss man ins Datenblatt gucken und entsprechend den Bohrdurchmesser wählen. Ich muss mal gucken, was hier definiert ist in dem PET. Wir haben also hier ein Bohrdurchmesser von 1 mm und ein Durchmesser, also beziehungsweise X und Y ist ja rechteckig, 1,8, ist also ganz okay. Bei den Runden muss ich mal kurz schauen, hier was hier eingestellt ist. Da haben wir auch 1 und Durchmesser 1,8, das ist also durchaus okay. Normalerweise würde man jetzt sagen, wenn der Bohrdurchmesser 1 beträgt, dann muss der PET-Durchmesser, also also der Durchmesser im Prinzip hier von dem PET mindestens plus 0,6 mm betragen. Hier haben wir sogar 0,8. Ist also super gut hier gemacht. Es gibt andere Programme, die machen es automatisch, wie zum Beispiel Eagle. Das halte ich für nicht so günstig, weil meistens der PET-Durchmesser doch ein bisschen klein erscheint. Ich würde das immer festlegen, Faktor 1,6 bis 1,8, sage ich mal, ist hier vollkommen okay. Also das PET ist hier groß genug, um es nachher auch vernünftig da das Bauteil anlöten zu können. Die Testpunkte haben ja hier einen Durchmesser von 1 mm. Man kann hier auch rechteckige, quadratische Testpunkte einsetzen. Das hängt natürlich von der Testeinrichtung ab. Und was diese Passermarken betrifft, habe ich ja auch hier eine runde Passermarke mit einem Durchmesser von 1 mm, glaube ich, gesetzt. Die gibt es natürlich auch in Rechteck. Es gibt auch Bestücker, die sagen, die wollen da ein Kreuz haben. Da muss man also dann gegebenenfalls nachfragen. Und was die PET-Größe bei den Bauteilen betrifft, so muss man auf jeden Fall da mal ins Datenblatt gucken. Da gibt es einen Haufen Hinweise, wie groß da die PETs sein sollten für bestimmte Lötoptionen. Und da will ich mal ganz kurz in zwei Datenblätter von zwei Bauteilen reingehen. Das erste Datenblatt, was ich hier habe, ist von der Gehäusebauform SOT 23, hier in dem Fall von NXP, einfach mal veröffentlicht, was die da so empfehlen. Man sieht also einmal hier die Gehäusebauform an sich und dann eine Seite weiter sieht man jetzt hier zum Löten eben, welche PET-Größe dort empfohlen wird. Man hat also drei Layer, nämlich Solder Lens, das wäre praktisch die Kupferfläche. Dann haben wir Solder Resist, das wäre die Fläche, die vom Lötstoff freigehalten wird. Und dann haben wir natürlich noch den Pastendruck, also Solder Paste. Alle diese drei PETs sozusagen müssen im Bauteil definiert werden. Dann gibt es noch ein Occupied Area, das ist sozusagen die Belegung des Bauteils. Bei der Solderpaste ist es so, es wird ja eine Schablone gefertigt, wo dann die Paste reingedrückt wird in die Löcher dieser Schablone. Und diese Löcher sozusagen oder diese Ausschnitte sind sozusagen hier im Layer Solderpaste oder Solder Paste beschrieben. Das hier ist, also die PET-Größe ist für den Reflow Soldering, also Reflow Lötvorgang empfehlenswert, sage ich mal, oder empfohlen vom Hersteller, also im Ofen. Und wenn man jetzt auf die PET-Größe für das Wellenlöten, ja, sich das mal anschaut, das ist doch wesentlich größer, weil das Lot auch rechts und links vom Bauteil so abgestriffen werden muss, damit da keine Reste hängen bleiben. Wenn die PETs zu klein sind, dann kann es durchaus sein, dass es im Wellenbad entweder also gar nicht gelötet wird richtig oder also dann eben schlecht gelötet wird. Deswegen sind die PETs hier auch wesentlich größer. Es gibt hier übrigens auch kein Solder Paste hier in dem Fall, weil keine Paste aufgetragen wird. Bei den bedrahteten Bauteilen gibt es natürlich auch Empfehlungen seitens der Hersteller. Ich habe ja hier diesen BD140 auf dem Board und da gehe ich mal hier in das Datenblatt rein. Und man sieht also hier die mechanischen Abmessungen des Bauteils. Und ganz wichtig ist jetzt hier das über die Beinchen natürlich mit der Breite B und der Dicke B1. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, B und B1, wie groß die maximal werden können, nämlich 0,88 mal 0,63.
Da muss man jetzt also rechnen, weil ein Bohrdurchmesser von 0,9, da würde das Bauteil nicht reinpassen. Und wenn man dann rechnet, kommt man auf einen Mindestdurchmesser von 1,08 mm. Und deswegen ist es so, dass man auch bei diesen Bauteilen dann natürlich hier in dem Fall größer als 1,08 mm geht, denn es gibt noch Fertigungstoleranzen. Also ich würde in dem Fall dann auf 1,2 mm gehen. Ein weiterer Punkt zum Thema Abstände sind die Abstände zum einen von Bauteilen zur Leiterplattenkante. Da sollte man darauf achten, dass das nicht zu dicht hier an der Leiterplattenkante liegt. Wenn man jetzt also hier mal die Bauteile sich anschaut, ich schalte mal hier die Layer aus und schalte mal hier den unteren Layer ein. Also hier ist auf jeden Fall genügend Abstand. Man sollte also nicht unter 1 mm hier gehen im Abstand, weil die Leiterplatte in der Fertigung nachher später auch vom Nutzen, also von mehreren Leiterplatten getrennt wird. Und da darf in keinem Fall durch die mechanische Belastung hier an der Kante dann ein Bauteil natürlich irgendwie kaputt gehen oder so. Deswegen muss man hier in dem Bereich hier mindestens 1 mm Abstand lassen von Bauteilen. Ein weiterer Punkt sind auch die Kupferlagen, speziell jetzt hier bei der Massefläche und den 12 Volt. Ich hatte ja auf der ersten inneren Lage die Massefläche und die Massefläche sollte eigentlich immer der Versorgungsfläche, also sage ich mal, die sollte größer sein, etwas größer. Allerdings vom Abstand ist es hier auch schon sehr eng, muss man dazu sagen. Ich würde persönlich das bevorzugen, das auch um einen halben Millimeter hier rüber zu schieben. Und zwar mache ich das jetzt gleich auch nochmal, dass man hier mehr, also mehr Platz hat praktisch. Das wäre jetzt also die Massefläche. Das muss man jetzt auch für alle vier Kanten praktisch machen. Und die Fläche für die Versorgung, die sollte etwas kleiner ausfallen. Da gehe ich also hier noch ein bisschen weiter, so in etwa. Lass es nochmal berechnen, sodass hier die Massefläche zur Versorgungsfläche, dass es überragt. Wie man sieht, habe ich das mal hier gemacht für alle vier Kanten. Das heißt, die Massefläche ist etwas größer hier als die Versorgungsfläche und so sollte man das eigentlich auch machen. Zum Schluss dieses Videos möchte ich nochmal auf das Thema Bauteilebibliotheken eingehen. Das ist eigentlich so ein zentrales Thema bei dieser ganzen Sache hier, wenn man jetzt ein PCB-Layout erstellt. Denn die Bauteile müssen ja vorher definiert werden. Und zwar möglichst genau. Und zwar nicht nur mit dem Namen und dem Wert. Man sieht es hier auf der linken Seite. Ich habe noch etliche andere Dinge dort hinzugefügt. Ich gehe mal hier einfach in den Widerstand rein. Mit Edit kann ich ja mal gucken, was ich da so eingefügt habe. Und zwar neben dem Wert und der Referenz, also dem Namen, ist eingefügt worden von mir jetzt der Hersteller und auch die Herstellernummer. Das ist also nicht die Nummer des Lieferanten, die hier unten steht. Die kann also anders sein oder ist in der Regel anders. Dann natürlich auch Toleranzen, die Angabe der Leistungsfähigkeit hier von diesem Widerstand zum Beispiel. Bei manchen Bauteilen ist sogar eine EAN angegeben, das heißt eine eindeutige Nummer, um das Bauteil zu identifizieren. Und natürlich habe ich hier auch den einen Lieferanten und die Bestellnummer dazu mal eingegeben und habe das alles auch hier mal sichtbar gemacht. Und wenn man das sehr sorgfältig macht, dann hat man nachher, wenn man die Stücklisten erstellt, diese Angabe dann auch dort verzeichnet in der Stückliste. Man hat ja hier generell in KiCad in dem Fall die Unterteilung hier zwischen diesen Symbolen, dann dem Footprint Editor, sodass ich nachher, wenn ich jetzt hier auf ein Symbol gehe, meinetwegen Widerstand, dann bekomme ich den natürlich hier. Was aber noch viel wichtiger ist, dass es hier natürlich eine Unterteilung von verschiedenen Komponenten gibt. Es wäre ja unsinnig, alles in eine Bibliothek zu packen, sondern eben unterteilt in ja, Bauteileart, Bauteilehersteller, vielleicht auch Technologie. Es ist auch außerdem auch sinnvoll, dass man auch mechanische Bauteile hier mit einbringt, wie Kühlkörper. Das hatte ich ja in dem Projekt hier auch gezeigt, dass dort
mechanische Komponenten vorhanden sind. Und so wäre dann der Aufbau hier dieser Bibliothek. Bei der Erstellung von Bibliotheken ist es äußerst schwierig, zu Anfang zumindest sich irgendein Schema auszudenken, denn es wird immer Redundanzen geben, also Sachen, die doppelt vorkommen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Bibliotheken von Eagle anguckt, dann ist es so, dass dort sehr viele redundante Sachen drin sind, zum Beispiel die Gehäusebauform. Und das ist natürlich auch schwierig, das da irgendwie, sag ich mal, wegzubekommen oder zu minimieren. Die Bibliothek, die Bauteilbibliothek, ist also ein zentraler Bestandteil hier von solch einem Projekt. Und sie enthält normalerweise alle Informationen für den Stromlaufplan und auch für das PCB-Design, die notwendig sind. Und wenn man jetzt hier, wie gesagt, mal in die Bauteile geht, ich habe einige Sachen hier hinzugefügt. Die muss man natürlich jetzt nicht anzeigen im Stromlaufplan, um Gottes Willen. Ich gehe nochmal hier rein und werde die mal unsichtbar machen. Also man braucht diese Sachen erstmal so nicht. Aber was viel wichtiger ist, wenn man dann eben die Stückliste erstellt, dann bekommt man eben all diese Angaben hier geliefert. Ich habe das hier mal exemplarisch gemacht hier für diese drei Bauteile. Man sieht also zum einen hier, welche Namen es dort gibt hier für die 1, C2. Es sind also drei Bauteile hier nur drin. Dann natürlich den Wert. Die Toleranz habe ich jetzt in dem Fall natürlich nur bei dem Widerstand und auch die Leistungsangabe. Dann habe ich hier zwei Lieferanten, DigiKey und Reichelt in dem Fall. Bei der 1N414 habe ich das noch nicht gemacht. Dann auch die Bestellnummer dann zu den entsprechenden Liefen oder von diesen entsprechenden Lieferanten. Und was natürlich dann auch wichtig ist, ist der Hersteller und die Herstellernummer. Man sieht hier bei so einer Sache, da habe ich mich vertan. Ich habe nämlich einmal Vendor-ID geschrieben, einmal Vendor-ID. Dadurch kommen hier zwei Spalten zustande. Man muss also dort sehr sorgfältig vorgehen, um das dann durchgängig zu machen und eine Stückliste hier zu bekommen, die dann sehr hilfreich dann auch ist. Auf der anderen Seite hat man jetzt hier natürlich die Footprints oder die Gehäusebauform oder Packages auch genannt. Und dort ist auch wichtig, jetzt hier in dem Fall bei KiCad, dass da wenig Redundanzen entstehen. Man kann ja hier die ganzen Packages mal aufrufen oder die Footprints, was hier jetzt auch schon drin ist, eine Unterscheidung hier zwischen, also man sieht es hier Hand Solder, also handgelötet oder ich sag mal normal gelötet, was immer jetzt das auch hier sein soll. Aber ich hatte ja vorhin schon gezeigt, dass eben bei einer Bauform hier SOT 23 eben der Hersteller eine Unterscheidung macht zwischen Reflow-Löten und Wellenlöten. So könnte man also hier auch noch weitere Unterscheidungen machen, also Reflow, Wellenlöten, Handlöten und je nachdem ändert sich dann auch dann die Padgröße. Ich habe hier nochmal zwei bedrahtete Bauteile hinzugefügt, einmal den Timer 555 und einen Elko und man sieht jetzt hier auf der rechten Seite die Footprints dazu, was man hier auch erkennt. Und das ist eigentlich auch so eine Art Richtlinie, dass bei den bedrahteten Bauteilen, bei den ICs Pin 1 immer rechteckig ist. Bei den Elkos ist der Pluspol immer rechteckig. Das sieht man hier an der Diode auch. Rechteckig ist hier die Kathode. An solche Richtlinien sollte man sich auch eigentlich immer halten. Eine zweite Sache, auf die ich noch mal hinweisen möchte hier, speziell zum Beispiel bei diesem NE555. Klar ist es jetzt ganz okay gezeichnet, allerdings muss man sich auch immer wieder überlegen, ob das so gut ist, wie man es braucht. Es gibt zwei Dinge. Zum einen ist die Frage, ob man die VCC- und Ground-Anschlüsse separat macht, wie bei den Operationsverstärkern normalerweise üblich, also dass die in einem extra Symbol erscheinen. Und die zweite Sache, die mich hier ein bisschen stört, ist Pin 6. Pin 6 ist kein Ausgang, gehört eigentlich hier auf die linke Seite irgendwie. Also ob das Symbol jetzt für die Anwendung jetzt, die man hier zeichnet oder für den Stromlaufplan so, sag ich mal, okay ist. Darüber kann man durchaus streiten. Zum Schluss noch die Zusammenfassung hier bezüglich des vierlagigen Layouts. Es gelten natürlich nach wie vor die Richtlinien zum PCB-Layout, wie ja im zweiten Teil auch schon dargestellt. Und als Hinweis vielleicht, nicht jedes CAD-Programm kann vierlagiges Layout, vor allem dann, wenn es keine professionelle Version, sage ich mal, ist. Also so ist zum Beispiel bei Eagle es so, dass der generell nur
die Freeware-Version nur zweilagige Layouts kann. Dann kommen wir mal zu den Vorgaben oder Richtlinien zu den einzelnen Lagen. Die inneren Lagen werden immer als Masse und Versorgungsfläche ausgeführt. Also VCC wäre dann eine Versorgung oder 5 Volt oder 3,3 Volt oder was auch immer. Und die Massefläche, also die Groundfläche, sollte immer etwas größer als die Versorgungsfläche sein. Die Abstände dabei, nicht nur bei den Flächen, sondern auch nachher bei den Bauteilen zur Leiterplattenkante dürfen nicht zu eng kalkuliert werden. Also so ein Millimeter ist immer so ein ganz guter Wert. Und die Masse- und VCC-Anschlüsse von SMD-Bauteilen können dann direkt mit einer Durchkontaktierung realisiert werden. Also dicht am Bauteil kann eine Durchkontaktierung gesetzt werden bei den SMD-Bauteilen, sodass dann Masse- und VCC-Anschlüsse dort realisiert sind. Auch hier gilt natürlich, Durchkontaktierungen dürfen nach wie vor nicht in Bauteile-Pads von SMDs liegen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen. Und das Extra-Routen von Ground und VCC ist auch in der Regel nicht notwendig. 4 Lagen kommen natürlich dann immer vor, wenn man mit 2 Lagen nicht auskommt aus Platzgründen. Dann muss man auf ein vierlagiges Layout umstellen oder ausweichen. Weiter nochmal als Zusammenfassung zu den Testpunkten und Passamarken. Die sind generell immer notwendig. Und beide, also Testpunkte und Passamarken, müssen in SMD-Pad ausgeführt werden. Und die Form ist mit dem Bestücker gegebenenfalls abzusprechen. Und auch bei den Testpunkten muss man darauf achten, dass die Testeinrichtung die so, sage ich mal, verwenden kann. Die Testpunkte und auch die Passamarken dürfen nicht unter Bauteilen liegen. Das ist ganz klar, sonst kommt natürlich der Automat da nicht ran. Und die müssen auch frei vom Bestückungsdruck sein. Und die Passamarken sind zur Ausrichtung des Bestückautomaten da, während die Testpunkte für das Testsystem dafür da ist, eben dort Signale zu messen. Bei den Design Rules und zu den Abständen und Padgrößen, die sind ja in den Design Rules festgelegt und können da auch gegebenenfalls angepasst werden. Bei den Padgrößen von den SMD-Bauteilen sollte man immer die Empfehlung des Herstellers beachten. Es gibt da unterschiedliche Padgrößen je nach Lötverfahren. Das hatte ich ja vorhin gezeigt an dem SOT23-Gehäuse. Auch hier gilt nochmal, was die Abstände betrifft, die SMD-Bauteile nicht zu dicht platzieren, da sonst eventuell nur schlecht oder gar nicht bestückt werden darf. Also speziell bei Chipwiderständen und Kondensatoren, die nicht zu dicht aneinandersetzen. Auch zur Leiterbahnkante ausreichend Platz lassen, damit eben dort auch die Bauteile beim Schneiden oder Ritzen der Leiterplatte, wenn die auseinandergenommen wird vom Nutzen, dann nicht beschädigt werden. Und bei den durchkontaktierten Bauteilen nochmal beachten, Bohrdurchmesser zu Padgröße. Verhältnis habe ich hier jetzt mit 1 zu 1,6 angegeben. Das ist so ein Richtwert, kann ein bisschen größer und auch ein bisschen kleiner sein. Die Bauteilebibliotheken sind ja zentraler Bestandteil jedes CAD-Programms und gehören natürlich zu einem Projekt. Denn dort sind alle Informationen für den Stromlaufplan und das PCB-Design hinterlegt. Das heißt in Form von Symbolen oder dann eben Footprints. Und wenn man jetzt so eine Bibliothek erstellen muss, dann sollte man möglichst auf Redundanzen, ja, sollte man möglichst Redundanzen vermeiden bzw. reduzieren. Also Redundanzen, doppelte Einträge oder sowas. Daher ist eine gut durchdachte und logische Struktur dafür notwendig. Beim Stromlaufplan ist es so, dass dort sinnvolle Symbole verwendet werden sollten. Ich hatte es ja gezeigt an dem Timer 555 vorhin. Und außerdem sollten bei so einem Symbol doch einige Attribute dort noch erscheinen. Nicht nur der Name und der Wert, sondern eben auch meinetwegen die Toleranz, die Leistung, die Spannungsfestigkeit, Hersteller und so weiter. Das sollte dort mit angegeben werden. Vielleicht nochmal ein Hinweis. Zur Bezeichnung PCB Footprint ist gleich Gehäusebauform ist gleich Package. Ist je nach CAD-Software wird das anders benannt. Und wenn man jetzt dort ein neues Package erstellen muss, dann unbedingt in das Herstellerdatenblatt schauen. Dort ist es genau angegeben, wie das Package dann aussieht. Noch 2 Hinweise zu den Footprints. Einmal bei den Bedrahteten ist so eine Richtlinie. Da ist bei den ICs Pin 1, beim Elko der Pluspol und bei einer Diode die Kathode mit einem quadratischen Pad ausgestattet.
Und bei den SMB-Footprints sollte man auch nochmal schauen, dass man für verschiedene Lötprozesse eventuell auch verschiedene Footprints vorsieht, also Alternativen vorsieht, so wie es auch Hersteller dann empfehlen. Das war nun der fünfte und auch letzte Teil in dieser Serie vom Stromlaufplan zum PCB-Design. Ich hoffe, es hat einiges an Informationen gebracht. Für Fragen und Kommentare bin ich sehr dankbar und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.